Wir sind startklar und warten auf die Starterlaubnis. Over. Starterlaubnis erteilt. Gute Reise. Over. Peterchens Mondfahrt erzählt die Geschichte von dem berühmten Herrn Sumsemann, ein Maikäfer, dem ein sechstes Beinchen fehlt. Es ist oben auf dem Mond und er braucht zwei Kinder, die ihn auf seine Reise begleiten. Und die findet er in Anneliese und Peter. Ja, die erleben jede Menge Abenteuer, begegnen vielen seltsamen Gestalten wie dem Mondmann, dem Weihnachtsmann, der Nachtfee oder dem Sandmann. Stopp! Alle aufhören! Ein Maikäfer gehört auf die Kastanie im Park, aber nicht auf die Sternenwiese. Das muss das Schloss der Nachtfee sein. Das Besondere an diesem Märchen ist, dass wir eine ganz neue Bühnenfassung zeigen. So hat man Peterchens Mondfahrt quasi noch nie gesehen. Und ja, letztendlich verlassen wir den Mikrokosmos des Kinderzimmers und bereisen den Makrokosmos des Weltalls. Zum Donnerwetter! Peng, Bum, Krach! Wer eingeschlafen ist, den mache ich wach. Also es ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall, die wir für alle Generationen erzählen. Und ich glaube, jede Generation kann es auf einer anderen Ebene erleben. Weihnachtsmann? Jo. Siehst du? Ich habe dir doch gesagt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Vor dem Mondmann in Acht, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. So eine grauenvolle und hässliche Gestalt. Willkommen, Fremde, in meiner Welt. Auf Gäste bin ich gar nicht eingestellt.